Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Scharrelmann. Der Sturmwind. Hörst du wohl, wie der Sturm durch die Lüfte braust? Er rast über die Dächer der Stadt, er jagt die Wolken. Bald reißt er sie in Fetzen auseinander, bald ballt er sie zu dicken Klumpen zusammen. Er zerrt an den Telegraphendrähten, er heult in dem Schornstein auf und nieder. Wie dumpf das klingt und wie grell pfeift er dazwischen. Hör nur, jetzt wieder und jetzt! Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird losgerissen und zerstört. Dachziegel poltern zur Erde, Planken und Pfähle werden umgerissen, morsche Äste krachen, große Bäume splittern und fallen um. Ja, in den Wäldern liegen manchmal nach solchem Unwetter die Bäume hundertweise stumpf abgebrochen, kreuz und quer übereinander. Überall Verwüstung und Schrecken. Und doch ist bei all diesem Toben auch ein Segen. Die Luft wird gereinigt und klarer. Was faul und schlecht war, wird niedergeworfen, so dass es niemanden mehr betrügen kann. Was aber nach solchem Unwetter noch stehen geblieben ist, das hat damit gezeigt, dass es fest und kernig im Innern ist und dass auch für die Zukunft noch Verlass darauf ist.